Recht herzlich willkommen zur 48. Folge von Stellaris. Ja, wir sind unterwegs, haben letztes Mal so ein bisschen rumgeguckt, ob wir uns erweitern können. Ist das schon immer so gewesen, dass da ein Planet ist? Das ist aber kein Planet, oder? Doch, das können wir. Dann sollten wir mal gucken, dass wir das kolonisieren. Weil das ist ja in einem Bereich, der dann Sinn machen würde, oder? Wir nehmen mal jetzt hier vom letzten. Das müsste gehen, oder? Und gibt es hier Nahrung? Nein, hier gibt es keine Nahrung. Das ist schlecht. Dann würde ich das aber auch erstmal dahin machen. Wo wir dann eine machen können. Okay, Yarrod Prime machen wir jetzt. War das letzte Mal denn auch schon so, dass wir da? Weiß ich gar nicht mehr. Oder ist der verlassen worden von denen oder so? Oder ist es von Neckar? Weil Neckar größer wird. Könnte natürlich sein. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir da was schaffen. Warte mal, da blinkte was auf der Karte. Was soll uns das sagen? Wenn man näher rangeht, da unten blinkt was, aber da ist irgendwie nichts, dass wir das machen können. Okay, Hitzel. War ja nicht ein anderer? Ah, da ist er doch. Diplomatie. Ne, brauchen wir jetzt nicht. Gut. Aber wenn das wird, dann wird das ja auch wieder größer. Und das ist ja auch nicht verkehrt, ne? Vielleicht haben wir irgendwann mal die Chance, hier noch was. Aber das ist eine andere Rasse, ne? Okay. Sieht da irgendwie was mit der Karte verschoben? Also, sieht so. Ja, vielleicht hat er ja doch irgendwo was gebracht, was wir gebaut haben. Ich weiß aber nicht, hier war was, ne? Und das aber gebaut, oder? Kann das sein? Das ist alles unseres. Ist das denn Konstruktionsschiff, okay? Forschungsstation. Militärmacht. Bergbaustation. Forschungsstation. Bergbaustation. Bergbaustation. Forschungsstation. Okay. Ja. Spielt aber erstmal keine Rolle. Wichtig ist, dass wir da Neues kriegen. Gut. Hier oben. Guck mal, das hat sich auch verbunden, ne? Oder? Vertue ich mich jetzt? Nein, das hat sich schon verbunden. Das war in der letzten Folge, glaube ich, noch nicht so. Naja, aber das ist ja jetzt auch nicht schlimm. Da sind zwei rote Welten, die schaffen wir nicht. Hier oben ist nur eine. Und das ist im Niemandsland, glaube ich, ne? Das müsste also gehen. Was kostet denn der Spaß? 95, das ist nicht viel. Machen wir mal mit denen hier, oder? Da gibt's da was zu essen. Macht Sinn. Auf geht's. Erforschen wir zwei neue Welten. Gut. Schrapp ich da irgendwo mit. Irgendwas da rum. Ja, ah, das Rote, das habe ich noch nicht so gesehen, oder doch? Aber ist jetzt nicht so wild. Da ist irgendwelche fremdartige Einheit, die nicht so dolle ist. Hier sind Welten, die wir nicht erobern können. Da ist eine unwirtliche, aber 25% ist es schon, ne? Ist die Frage, ne? Steht ja, dass das geht, sonst wäre das ja nicht möglich eigentlich, ne? Oder? Und das würde auch sein. Und wenn wir das jetzt hier so machen, geht das? Ach, das sind sogar zwei Apple. Das würde sogar gehen. Obwohl nur 25%. Schwache Gravitation. Instabile Tektonik. Okay, gibt's öfter Erdbeben. Aber lass mal machen, egal. Wir wollen unser Reich erweitern, dann müssen wir das auch mal machen, ne? Ja, hier, dieses hier, das ist so ein bisschen doof, ne? Aber naja. Arbeiten wir dran überall. Da ist nichts zu holen. Wir müssen mal die Pause rausmachen, dann geht auch was voran, ne?
Ja, da sind zwei Planeten, die schlecht sind. Hier hinten ist auch noch einer, der gut ist, ne? 527. 529 haben wir. Ich glaube, den nehmen wir noch mit. Ich weiß jetzt gar nicht, von wo wir die noch nehmen können, da. Ich glaube schon. Zwei Apple hier, zack. Nehmen wir mit. Erweitern. Da müssen wir demnächst hier wieder einen neuen Bezirk machen, ne? Sonst geht das nicht. Hier kann man. Ne, da ist schon drauf. Okay, das wird dann damit erweitert. Das passt dann. Hier können wir dazu machen, ist auch klar. Obwohl wir da schon überlegen müssen, das anders zu machen. Okay. Sind das nicht diese hier? Ne, die sehen noch ein bisschen anders aus. Die sind das, okay. Okay, die wollen sich vielleicht Richtung uns verbreiten, aber naja, schauen wir dann, ne? Das war der und der. Hierarchie auf Tendor, sind das die roten hier oben? Ne, die sehen anders aus. Keine Ahnung, wo die sind. Das sind sie auch nicht. Das sind sie auch nicht. Spielen wohl eine untergeordnete Rolle, oder wie sehe ich das? Hier unten rechts sind sie, oder? Oh, die geben uns Energiecredits. Aber oh, die brauchen wir nicht. Tja. Ach nee, wir sollen das geben. Noch krasser, ne? Dann lehnen wir natürlich ab. Solche Sachen spielt man nicht. 1 zu 1 tauschen wäre okay gewesen, aber so. Fremde Flotte, ne? Mining Corporation oder Corps. Okay. Oh, Traditionen sind ja verfügbar. So, ich glaube, diese können wir dann aufrufen, ne? Kostet 7.710, okay. Die kosten auch so viel. Die auch. Jetzt ist eine Pause auf jeden Fall drin, ne? Kostet uns auch so viel oder was? Zum Kolonisieren und Bauen von Grenzaußenposten werden Systeme so bezeichnet, als wären sie nur die Hälfte der regulären Distanz entfernt. Okay. Kann das sein, dass wir dann weiterbauen? Grenzaußenposten. Ein zusätzlicher Bewohner, das hört sich natürlich auch gut an, ne? Okay, das würde wiederum bedeuten, dass wir schneller an die anderen kommen, ne? War das da nicht auch schon so? Ja, das war auch schon von Nutzen. Und so, nochmal hier gucken, neue Optionen, Föderation, okay, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Können wir Besucherzentrum freischalten? Den schieben wir gerade weg, aber dahinter ist noch nichts zu machen. Also ich würde jetzt tendenziell den einfach nehmen. Dadurch kriegen wir wiederum hier mehr und schneller. Umworfen. Sieht gerade nicht so aus. So, Gouverneur Giovanna Pallavicino. Der hat also eine Eigenschaft erlangt, die Sturheit ist. Na dann. Da haben wir jetzt 2 von 5 und haben eine. Okay. Gut. Läuft auf jeden Fall erstmal weiter.
Was war da? Einer flog daher. Jetzt ist er da. Was will der bei uns? Neutrale Flotten ist ein Forschungsschiff. Okay, können wir mal gelten lassen, dass die daher fliegen. Eine neue Stufe, 4 Sterne. Okay. Der hatte doch eben uns irgendwie die Sturheit gekriegt, ne? Da ist er. Ist auf der einen Seite anpassungsfähig, auf der anderen Seite stur. Auch cool, ne? Oh, Essen ist schon wieder knapp. Wie immer. Ist da schon was am Laufen? Wer ist das? Konstruktionsschiff, okay. Blinkte das jetzt gerade oder wie? Okay, da ist eine Kolonie fertig geworden. Oberfläche. Okay, das ist dann fertig und die bauen aus. Das lassen wir mal so, weil Energie wäre jetzt nicht wichtig, aber hier das andere Symbol, das ist schon nett. Noch wieder ein 4-Sterne-Mensch. Was hat der eigentlich hier? Nervös ist der, okay. Erkunder und Weltraumbergbauer. Alles gut. Ist das hier? Nee, ne? Ne, das ist ein anderes System. Das hatten wir. Bauvorhaben abgeschlossen. Okay, Schiffe hatten wir gebaut. Können wir hier eigentlich was machen? Solarkollektornetzwerk, Raumhafenmodul oder Korvettenwerft. Müssen wir mal machen, vielleicht, ne? Und danach können wir das auch noch machen. Bauen sie, ne, oder? Achso, bauen wäre dann noch was in der Richtung machen. Okay, brauchen wir jetzt nicht. Der ist schon weg. Alles gut, läuft, oder? Nur das Essen ist jetzt so ziemlich schlecht, gerade weil 78 sinkt. Gucken wir mal hier rein erstmal. Können wir da noch was ändern? Schon 4, ne? Was steht da? Gebäude verbessern. Machen wir doch, oder? Das können wir bei allen hier machen, oder wie sehe ich das? Was heißt das? Jetzt wird's gerade ein bisschen viel. Warte mal erstmal das. Auf Ast ist ein inaktives Gebäude. Das ist wahrscheinlich dieses, ne? Okay, alles klar. Das ist schlecht, weil das gerade Nahrung sogar macht. Das kommt aber gleich wieder. Und das hier, schon wieder eine neue Stufe. Meine Güte, die sind ja richtig scharf momentan am Wachsen. Jetzt, was stimmt da? Negative Bilanz, ja, das habe ich auch gerade gemerkt, aber das ist ziemlich egal. Das ist das Entscheidende gerade, ne? Produzieren mal durch Grundeinkommen. Lass das ruhig mal ein bisschen weniger gerade werden, das ist jetzt nicht so wild, müssen wir aber im Auge behalten. Aber erstmal sind die Apple dran, dass die besser laufen. Gut, okay, dann würde ich sagen, sind wir aber auch schon am Ende dieser Folge. Was ist das? Kolonieschiff, okay, das fliegt dann da oben wahrscheinlich hin, oder? Könnte sein. Muss man mal gucken. Und dann müssen wir schauen, dass das hier alles besser wird noch, ne? Vor allem das Essen. Da waren wir drin, können wir, ach so, wenn wir da aufwerten können, können wir da auch aufwerten. Müssen wir mal gerade in den Planeten reingucken. Wo ist denn jetzt da, Demis Prime? Nee, das geht hier wohl nicht, oder doch? Das ist nur ausgegraut, weil hier wohl oben das fehlt. Gut. Okay, dann würde ich aber sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.